kreativ. Do it yourself, aber do it richtig schön. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selfio Kreativ. Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Was gibt es Schöneres, als einen Abend bei Kerzenschein zu verbringen? Ich dachte mir, wir basteln uns dafür einen Kerzenständer aus Kupferrohr. Alle dafür benötigten Teile habe ich im Vorfeld zurechtgeschnitten und provisorisch zusammengesteckt. Ihr braucht 3 Übergangsstücke von 15 auf 22 mm, 3 Stücke Kupferrohr von 15 cm Länge, 2 90 Grad Bögen mit nur einer Muffe, 2 Endkappen, 3 T-Stücke, 2 90 Grad Winkel mit 2 Muffen. Außerdem braucht ihr für den Fuß 6 jeweils 4 cm lange Kupferrohrstücke. Die Montage ist auch hier denkbar einfach. Allerdings müssen wir auch hier wie immer sauber arbeiten, damit die Kerzen später gerade stehen und nicht tropfen. Zuerst muss ich alles auseinanderbauen, damit ich die Teile miteinander verkleben kann. Als erstes klebe ich meine kurzen Kupferrohrstücke rechts und links in die T-Stücke. Als nächstes befestige ich an den 15 cm Stücken die Übergangsstücke für die Kerzen. Diese Teile kommen jetzt in den 90 Grad Abgang unserer T-Stücke. Das war bis hierhin alles unkritisch. Jetzt noch die Endkappen auf die 90 Grad Bögen mit nur einer Muffe kleben und dann geht's schon an die Endmontage. Nun kleben wir diesen Bogen mit der Muffe an unseren ersten Kerzenhalter. Achtet bitte darauf, dass der Kerzenhalter schön gerade steht, damit eben der Kerzenwachs nicht runtertropft. Der nächste Bogen zeigt genau in die andere Richtung. Hieran wird gleich der zweite Kerzenhalter befestigt. So, jetzt noch ein weiterer Bogen für unseren dritten Kerzenhalter und dann kommt schon die Endkappe dran. Zum Abschluss kommt an diese Seite noch der letzte Bogen mit Endkappe. So, jetzt überprüft ihr nochmal, ob auch alle Teile gerade sitzen. Mit etwas Kraft könntet ihr eventuell nochmal die Position ein wenig korrigieren. Ja, ich denke aber, ist ganz gut so. Ja, Kerzen drauf! Und fertig ist unser Kerzenständer. Einem romantischen Abend bei Kerzenschein steht nun nichts mehr im Wege. Den Link zu den benötigten Teilen findet ihr unten in der Beschreibung. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Bis bald, eure Katrin. Selfio Kreativ. Do it yourself, aber do it richtig schön.